VivoBase schützt den Körper vor Elektrosmog. Das ist Lena. Sie ist 36 Jahre alt und hat 2 Kinder. Die Gesundheit ihrer Familie ist ihr wichtig. Lena achtet auf eine bewusste Ernährung und geht regelmäßig joggen. Sie ist es gewohnt, auf dem Handy erreichbar zu sein. Zu Hause nutzt sie WLAN, ein schnurloses Telefon und Bluetooth-Kopfhörer. Auch das Babyphone ist regelmäßig im Einsatz. All diese Geräte verursachen elektromagnetische Strahlungen. Unser Körper besteht zu einem Großteil aus Wasser und wird durch bioelektrische Impulse gesteuert. Elektromagnetische Strahlung kann diese natürlichen Prozesse stören. Diese Strahlen dringen in den Körper ein und verhindern eine optimale Zellversorgung. Das kann Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Wird die Belastung zu groß, können Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten und andere Erkrankungen die Folge sein. In letzter Zeit hat Lena das Gefühl, dass sie immer unruhiger schläft und des Öfteren Kopfschmerzen hat. Sie informiert sich und stellt fest, dass elektromagnetische Strahlung dafür verantwortlich sein könnte. Sie beschließt mit Hilfe von VivoBase, etwas gegen die Belastung durch Elektrosmog in ihrem direkten Umfeld zu unternehmen. VivoBase wirkt wie ein Schutzschild. Es erzeugt ein elektrostatisches Feld, das die körpereigenen Wassermoleküle in der obersten Hautschicht ausrichtet und dadurch verhindert, dass elektromagnetische Strahlen den Körper durchdringen. Die positive Wirkung des VivoBase wurde in umfangreichen Studien analysiert und nachgewiesen. VivoBase bietet Schutz für alle Bereiche, zu Hause, im Auto, am Arbeitsplatz und unterwegs. Lena schläft jetzt deutlich besser und fühlt sich ausgeruht. Ihre Kopfschmerzen haben nachgelassen und Lena genießt ihre neue Lebensqualität mit ihrer Familie. VivoBase.